bin ausgebildeter Industriedesigner, habe in Stuttgart an der Akademie studiert und in Glasgow School of Art. Bei der Entwicklung eines neuen Produktes und eines sehr fortschrittlichen Produktes wie der Nexus bedarf es eben auch Mut und Vertrauen. Es ist auch ganz wichtig, dass wir als Designer vielleicht den Anstoß geben, wie so ein Produkt sich anfühlen muss, wie es aussehen muss. Das machen wir immer mit der Hand irgendwie, zeichnen zuerst und gehen dann tatsächlich in die technische Umsetzung. Jedes Teammitglied hat tatsächlich eine Verantwortung und auch eine Rolle, die wir sehr gut einnehmen. Und über dieses Vertrauen, diese Zusammenarbeit können eben auch solche fortschrittlichen, mutigen Produkte entstehen, wie es die Nexus ist. Da können wir den menschlichen Touch dann da immer auch noch mitgeben und den sehen Sie am Ende dann auch eigentlich im Produkt, weil wir es auch zum Beispiel in der Fertigung später 100% prüfen und da steht eben auch eine Person da, fühlt nochmal die Kante, ist die richtig, sieht die Oberfläche, ist die fehlerfrei. Also der Mensch steht bei uns immer im Mittelpunkt, auch in dem Entwicklungsprozess sicherlich sehr wichtig. Bei der Gestaltung der Nexus haben wir wirklich auch Wert darauf gelegt, die Fertigung und die Entwicklungsmöglichkeiten wirklich auszureizen. Und ich glaube, die Nexus ist ein sehr guter Ausdruck dessen, was heutzutage technisch mit Stahlemail möglich ist. Wenn es um Badgestaltung geht, dann geht es ja auch immer um die Gestaltung eines Raumes. Und dieser Raum soll einem die Möglichkeit geben, seine Persönlichkeit da auch einzubringen. Wir haben verschiedene Finishes, die wir anbieten, um tatsächlich auch die Individualisierung in unserem Produkt darzustellen. Wir haben bei der Nexus viele Farben, Oberflächen, wo die Materialität sehr zum Tragen kommt, wo man wirklich keine Not hat, sozusagen über Formen und Manierismen abzulenken, weil das pure Material, die pure Fläche eigentlich für sich selbst steht und sehr überzeugend ist.